Er hat sich ganz schön gewehrt. Auch? Der Kugel in den Schädel wäre leichter. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. Zurück. Ich habe beim Angeln irgendwas getriggert, weil das zeichne ich nämlich immer alles auf und musste dann einfach abbrechen und ja, die haben mich quasi beim Angeln überfallen. Und ja, hier wache ich jetzt wieder auf. Meine Eltern waren die Ersten, die mich die Macht des Wortes ja lehrten. Eines Nachts brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Und ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Und als ich dachte, ich halte es nicht länger aus, tat ich es. Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst, ich war... klar? Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war... ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber... es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Das beste Geschenk erhält man nicht, sondern man gibt es. Geben erfordert Mut. Den Mut, Sünde zu gestehen. Sie sich ins Fleisch zu ritzen und... ihre Last zu tragen und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich das Wort, ja! Damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei! Frei! Erst dann kannst du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also wer möchte zuerst? Hm? Wer von euch? Was ist, wenn ich jetzt nicht... das ist Lektion Nummer 1. Jemand muss sich entscheiden. Hör auf, wir fangen mit dir an. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Bevor wir anfangen... glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson zurück in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist etwas sehr Privates, oder nicht? Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Und wenn du daran erstickst, werden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Bin gleich zurück. Die Miss Hudson war ja am Anfang bei uns
mit dem Heli, die haben sie ja entführt. Da. Oh, so. Komm schon. Hallo, Kamera. Das erinnert mich an Wolfenstein mit dem Rollstuhl. Ja. Alles abgenommen. Und ich möchte John danken, dass er mich von meiner Sünde befreit hat. Danke. Nicht lang. Und dann mal hier durch. Okay, das müssen wir anders angehen. So ein bisschen anders angehen. Da kommen wir so nicht weit. Da hat er uns gesehen.
Und ich möchte John da. Jetzt wollte ich wirklich, dass ich das Zeug ankommt. Ich frage mich, wie lange wir noch hier unten bleiben müssen. Ich bin müde. Mach mal halblang! Ich bin so gut vorbereitet. Das kann doch nicht sein! Es könnte schlimmer sein. Weißt du, hier musst du vorbei. Im Osten, tja, sagen wir mal so. Zu viel Bliss kann einem auch zu Kopf steigen. Faith hat sich ihre Angels erschaffen. Aber gut behandelt werden sie nicht. Jetzt die Zäune. So. Lass ihn deinen Körper füllen und deine Seele verzehren, denn am Ende bist du doch
nur ein leerer Körper. Und ich werde genau hier warten. Wir beide warten. Okay. Hintertür schließt in. Gebt ihm all den Jähzorn, den er verdient, Brüder. Sagt ja! Ich gebe mein Leben im Namen des Vaters! Sie werden nicht von dir ablassen, Sünder! Die Angels sind hier! Geht schon auf! Sie gestattet dir, Menschenleben einfach so auszulöschen. Hast du überhaupt jemals über das Töten nachgedacht? Jagd den Zünder aus der Anlage. Soll er fliehen? Soll er sich verstecken? Denn egal, wohin er geht, Gott wird uns zu ihm führen. Ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ich habe gehört, dass John dich erwischt hätte und habe mir schon Sorgen gemacht. Zum Glück hast du es überlebt. Was mit Hudson, tut mir leid, aber ohne Johns Schlüssel können wir nichts reißen. Du wirst ihn auslocken müssen, indem du seinen gesamten Laden in Schutt und Asche legst. Also halt dich ran. Das war heftig. Okay. Da oben ist... Also gehen wir hier runter und holen uns Waffen und fahren dann wieder hoch und befreien ihn. Würde ich sagen, oder? Sachen wieder. Dann brauchen wir einen richtigen Waffenhändler. Hoch. Schön, dich zu sehen. Diese Kultisten schlachten die Kühe auf der Kellett Farm ab. Einfach so. Das am Waffen. Wir bräuchten eigentlich eine Schnalle, weil die ein bisschen schneller schießen kann. Schaden 5, Schaden 7. Er macht natürlich mehr Schaden. Das Schaden nehmen wir mit. Alles klar, das passt so. Und dann haben wir unseren Bogen wieder.
Oder wir nehmen es MG mit. Überall ist Blut. Gott vergib mir, ich bin abgehauen. Weiß nicht einmal, ob die Familie noch lebt. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Tausend Dank. Okay, kommt mal so nicht rein.
eine noch holen hier. Das kommt alles in Ordnung. Hilfe! Danke sehr. Hat das Sniper-Muni dabei? Keine Sorge. Ich bin bestimmt schon unterwegs. Manchmal wünschte ich, ich hätte meine alte Kaliber 50 noch. Dann säße ich mit einem Sixpack oben in den Bergen und würde nur darauf warten, dass dieses Wiesel von John irgendwo seinen Hals rausstreckt. Das wäre so einfach. Aber hey. Ganz bestimmt. Schnell. Danke. Ganz ehrlich. Ich bin hinüber, wenn du mir nicht hilfst. Ich mache nur Ressourcen frei, ne? Jagen ist langweilig. Für nichts können.
Das hätte schlimmer kommen können. Mach das Vieh lieber platt, bevor es doch jemanden anfällt. Was zur Hölle? Da schießt jemand zum. Gib mir Deckung, ich lade nach. Wird gemacht. Die macht auch Mist. Direkt hinter dir. Ich bin noch da. So habe ich mich danach gar nicht mehr gefühlt. Wenn er stirbt, kann ich ihn ausstopfen. Das war eine beachtliche Leistung in Falls End. Sieht wie ein braver Hund aus. Die Laurels haben uns Bescheid gegeben, dass ihr Bunker überflutet ist. Sie haben ihn aufgegeben. Aber wenn wir es da reinschaffen, können wir alles behalten, was wir da rausholen. Bis nächstes Mal. Haltet die Augen nach mir offen. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, wieder ins Spot E. Die hat Modus, was los? Wenn ich nicht so einen Schiss vor den Peggys hätte, würde ich Big Mikes Karre klauen und hier abhauen. Er hat sie irgendwo da hinten beim Getreidesilo versteckt.